Plenum TV, die Sondersendung zum Jahresende mit zwei prominenten Gästen, beide aus Oberfranken. Zu meiner Rechten begrüße ich Thorsten Glauber, ein Forchheimer, und zu meiner Linken Martin Schöffel, gebürtiger Wohnsiedler aus der Region des Strukturwandels, haben Sie im Vorgespräch gesagt. Des erfolgreich bewältigten Strukturwandels. Also, da haben wir also jetzt einige Politiker zu Gast, die wissen, woher sie kommen und die Zeit zwischen den Jahren nutzen, um über die Strukturen nachzudenken in Oberfranken. Es ist ein großes Gebiet, unterschiedliche Strukturen gibt es da. Und wir wollen mal diskutieren, wie die Situation ist, wie die Erschließung ist auf verschiedenen Ebenen, Breitband, Medizin, Schulen. Und beginnen wollen wir eigentlich mit dem Verkehr. Das ist ein Thema, ein Dauerthema, der Winter steht vor der Tür, das Straßennetz, das Schienennetz, der Schnee kommt. Wie sehen Sie denn die Infrastrukturen verkehrlicherseits im großen Oberfranken? Ich würde sagen, Oberfranken hat eine sehr gute Infrastruktur. Wir haben ja Autobahnen in Ost-West-Richtung, Nord-Süd-Richtung und sind mit der Bahn angebunden in alle Himmelsrichtungen. Aber da gibt es natürlich auch große Wünsche, die jetzt dringend erfüllt werden müssen. Ich denke an den Ausbau des Bahnnetzes. Da braucht es die elektrischen Oberleitungen, damit wir in das deutsche Bahnnetz besser eingebunden sind. Und auch beim Straßenbau gibt es natürlich wichtige Lückenschlüsse, B303, B173. Und die Staatsstraßen müssen hier und da etwas ausgebaut oder verbessert werden. Also da haben wir viel Arbeit als Parlamentarier. Muss man gemeinsam auch interfraktionell Druck ausüben auf die Bundesbahn? Ich denke an die berühmte Achse Leipzig-Nürnberg, die endet pfeilgerade an der Grenze vor Hof. Es ist definitiv so, dass wir hier in der Pflicht stehen, denn man merkt natürlich, die Bahn als, sage ich mal, mal für Zukunft, börsennotiertes Unternehmen, versucht natürlich, da sich schon aufzustellen. Und man versucht, den unlukrativen im Wettbewerb zu stellen. Und dann ist es natürlich so, wenn am Ende die Bahn sagt, ich mache mir eine starke Achse über Berlin-Leipzig nach Regensburg, Hof-Regensburg für den Güterverkehr. Eine TEN-Strecke, eine Transversale, die im Prinzip dann stark nutzbar ist, aber dann die Strecke Bayreuth-Nürnberg auf der Strecke bleibt. Das ist für uns dann so ein interfraktionelles Thema und ich glaube, da stehen wir schon gemeinsam für die Heimat und für die Region ein. Und da muss man dann, denke ich, auch nur gebündelt, hilft es, gebündelt auf eine Bahn hinwirken. Das Thema ist natürlich schon so, dass wir schon große Unterschiede haben, was die Straße und die Schiene angeht. Wir haben natürlich an den, sage ich mal, Autobahnachsen, haben wir stark prosperierende Kommunen. Und da gibt es, finde ich, schon den Unterschied, dass man sieht, dort an den Achsen, an denen ich eben die Autobahn habe, ist in den letzten 20 Jahren enorm viel gewachsen. Und 50 Kilometer weiter ist wirklich oft schon die Strukturschwäche, der Strukturwandel stark sichtbar. Von daher ist es wirklich so, dass wir über jedes Projekt in den Verkehr, wie auch miterleben, Schiene und Verkehr, dass dort natürlich ganz starke Zentren entstehen können. Und das ist natürlich dann für uns der politische Ansatz zu sagen, es kann nicht sein, dass die Metropolen immer wieder nachfinanziert werden. Da noch eine Achse, da noch eine U-Bahn-Linie, da noch eine S-Bahn-Linie und wir im umgekehrten Sinne dann im Prinzip die gleiche Infrastruktur im ländlichen Raum oder eine ähnliche Infrastruktur erhalten müssen, denn wir sehen ja, dass durch die Infrastruktur auch die Ansiedlung von Gewerbetreibenden, von Industrie vollzogen wird, damit Arbeitsplätze bleiben, mit Arbeitsplätzen die Menschen bleiben können. Nehmen wir mal als Beispiel so den Durchstich sozusagen des Frankenschnellwegs auf über Coburg, Eisfeld nach Thüringen. Das ist eine zweispurige Autobahn. Da kommt eine ICE-Strecke gleich noch daneben. Da scheint es gelungen zu sein. Das ist eine sehr gute Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur und auch in anderen Bereichen Oberfrankens stehen da eben jetzt große Investitionen vor der Haustür. Wir können der Bundesregierung dankbar sein, dass sie jetzt die Planungen der Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg auf den Weg gebracht hat. Nur wenn Pläne auf dem Tisch liegen, kann dann auch investiert werden. Und auch der Ausbau dann der Strecke Hof-Marktredwitz-Bayreuth-Nürnberg
steht natürlich an. Das ist ein sehr kompliziertes Verkehrsprojekt, aber auch das muss umgesetzt werden. Wie stehen Sie denn dazu, dass in Coburg der Intercity durchfahren soll? Ja, Coburg hat ja einen Abzweig bekommen von der Schnellstrecke und ich gehe davon aus, dass der auch genutzt wird. Aber es wird jetzt nicht jeder ICE diese Strecke benutzen. Es gibt ja da zwei Wege praktisch auf dieser neuen Schnellstrecke. Also der Abzweig, hoffentlich wird er auch genutzt von den Intercity-Zügen, so ein Beispiel. Ja, dadurch, dass wir dann jetzt nach den jetzigen Planungen nur einen 2-Stunden-Rhythmus haben, in denen der ICE dann wirklich am Coburger Bahnhof halten wird, wird man sehen, ob wirklich dann das zielführend ist. Man sieht ja, die Deutsche Bahn möchte in 3-3/4 Stunden von München nach Berlin. Und im Prinzip ist es dann schon immer die Frage, bei all dem Geschwindigkeitsgewinn, den ich da habe, ob man dann wirklich eine 60.000 Einwohnerstadt wirklich nur alle 2 Stunden bedienen kann. Das sehe ich schon dann auch eine über Steuergeld mitfinanzierte Bahn in der Pflicht zu sagen, nicht nur immer das ganz Schnelle ist wirklich das Zielführende. Ja, verstehe ich. Jetzt kommen wir aber zum ganz Schnellen, wir kommen zum Luftverkehr. Oberfranken hat eine reiche Geschichte in Sachen Regionalflughäfen. Also wollen wir das Fass mit Hof aufmachen? Rentieren sich Regionalflughäfen eigentlich überhaupt noch? Also, da habe ich jetzt über die 5 Jahre Wirtschaftsausschuss auch eine dezidierte Meinung. Wir haben einen Nürnberger Flughafen, der defizitär sich darstellt und den wir als 50% Anteilseigner, als Freistaat, diesen Verlust ausgleichen. Jetzt nochmal neue Regionalflughäfen zu bauen mit Staatsgeld, halte ich für sehr, sehr schwierig. Wir haben in Hof einen Flughafen, den wir geschlossen haben oder so gut wie geschlossen haben, den wir im Prinzip nicht mehr mit dem auch der Kunde fehlt. Das ist ja immer noch die Frage, habe ich überhaupt den Kunden? Also sprich, ich hatte dort auch nicht das Angebot. Das Angebot fehlt mir ein Stück weit auch durch die Verbindungen in Nürnberg. Ich habe auf der Brandsteinsebene in Coburg einen Landeplatz. Ich habe in Bamberg einen Landeplatz. Jetzt ist am Ende die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, in Coburg nochmal einen Flughafen, einen Regionalflughafen zu bauen, oder ob ich nicht am Ende auch sagen muss, es ist mir klar, dass auf der Brandsteinsebene der Instrumentenflug nicht möglich ist, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit in Bamberg. Und die Möglichkeit in Bamberg sind meiner Meinung nach noch nicht alle ausgeschöpft, zu sagen, bevor ich jetzt nochmal einen Flughafen baue in Oberfranken, der dann am Ende für 50 Flüge gilt. Also der Kreistag von Coburg hat es mehrheitlich beschlossen, dass bei Neida, so heißt die Ortschaft, ein solches Projekt in die grüne Wiese gesetzt werden würde. Es ist natürlich auch immer ein Thema der Förderung der regionalen Wirtschaft, die der Zulieferer, der sehr viele Arbeitsplätze dort hat, fordert das, um schneller an die Großflughäfen zu kommen. Also der Flughafen Hof ist keine Konkurrenz zum Flughafen Nürnberg. Der Flughafen Hof ist aber ein wichtiger Standortvorteil für die Region. Leider ist es nicht mehr gelungen, einen Betreiber zu finden für die Linie Hof Frankfurt. Das war natürlich für die Region auch eine wichtige Infrastrukturmaßnahme, die jetzt ausgeglichen werden muss durch eine bessere Bahnanbindung, wie ich finde. Aber der Flughafen Hof besteht natürlich noch. Das ist ein moderner Flughafen, auf dem also Privatjets starten und landen können, auf dem ein Lufttaxiverkehr angeboten wird. Sie können dorthin gehen und sagen, ich möchte früh nach Schweden fliegen und abends wieder zurück oder an einen anderen Ort in Europa. Und das ist für die Wirtschaft und für den Standort Hof sehr, sehr wichtig. Da wurde in den letzten Jahren viel Geld investiert in moderne Ausstattung. Und das ist auch für die Zukunft ein Standortvorteil. Luftverkehr in den Regionen, immer ein interessantes Thema. Luftverkehr über Oberfranken, das wird uns wahrscheinlich noch länger beschäftigen. Kommen wir mal zum Boden der Tatsachen, der Breitband. Ausbau ist in Oberfranken ein ganz heißes Eisen, weil wir feststellen, dass das schnelle Internet Motor ist für Wachstum, gerade da in den Flächen, in den Dörfern, wo man es braucht. Aber nicht jeder hat einen Internetanschluss oder einen schnellen. Es gibt sogar Dörfer, die selber aktiv geworden sind. Wie sehen Sie da den Status von Oberfranken, von den Regionen, jetzt abgesehen von den Zentren?
Also ich bin sicher, dass der Internetausbau ist eine der Schlüsselfragen für die weitere Entwicklung unserer Räume, unserer Landkreise. Wir stellen ja fest, dass Home Offices, also Arbeiten von zu Hause, das ist die Zukunft. Ich stelle mir vor, dass viele Menschen auch am Ende in Oberfranken wohnen und irgendwo im Lande arbeiten, aber nicht jeden Tag an ihrem Arbeitsplatz sein müssen, sondern viel von zu Hause machen werden. Und jeder Privatmann möchte das Angebot im Internet nutzen und dazu braucht schnellere Bandbreiten. Wir haben da eine sehr niedrige Grundversorgung und dann doch sehr unterschiedliche Leistungsbereiche. Und sowohl der Freistaat Bayern als auch jetzt der Bund haben ja erklärt, dass man also hier eine neue Dimension erreichen möchte, 50 Megabit pro Sekunde bis 2018 in jedem Dorf, in jedem Ort. Das ist eine wuchtige Ansage und wir haben ja auch im Staatshaushalt sehr viel Geld dafür zur Verfügung gestellt und müssen jetzt eben sehen, dass wir da auch dann wirklich vorankommen. Es geht darum, letzten Endes das ganze Land, alle Kabelverzweiger mit Glasfaser zu erschließen, dass man hier wirklich das schnelle Internet ins ganze Land trägt. 500 Millionen sind dafür bereitgestellt. Ich glaube, 500.000 wurden gerade mal abgerufen. Zwei Gemeinden haben es geschafft, einen Antrag zu stellen, richtig auszufüllen. Was ist denn das für eine Bürokratie? Das liegt eigentlich an diesem 19-Punkte-Programm, dass den Zugang zu der 500.000 Euro Förderung für die einzelne Kommune ausmacht und den Zugriff auf diese 500 Millionen in Gänze. Und Kollege Schöffel hat angesprochen, den Kabelverteiler mit Glasfaser auszurüsten. Genau das haben wir gestern in der Plenardebatte gefordert und haben die Kollegen der CSU eben nicht, sind dort nicht mitgegangen. Also sprich, es ist schön, wenn Sie das so sehen, dass Sie den Kabelverzweiger wirklich mit Glasfaser ausrüsten wollen, weil das ist für uns der entscheidende Punkt. Momentan ist es so, dass die Kommunen deshalb nicht zugreifen, weil es ist ein Verdichtungsprogramm. Es ist kein Flächenprogramm. Es ist unheimlich bürokratisch. Und es ist so, dass viele Gemeinden, gerade unsere oberfränkischen Gemeinden, die können die Kofinanzierung gar nicht stemmen. Wenn am Ende des Tages in einer Flächengemeinde, denn es wird die Einzelgemeinde mit 3.000 Einwohnern genauso betrachtet wie die Gemeinde mit 10 Ortsteilen und ebenfalls 3.000 Einwohnern. Solange wir diesen strukturellen Fehler in dem Programm nicht auflösen, werden die Gemeinden nie zugreifen, denn die eine Gemeinde braucht für den Aufbau 500.000 Euro, die andere Gemeinde 1,5 Millionen. Und gerade in Oberfranken haben wir halt Gemeinden, die diese Kofinanzierung, wir kennen es aus dem Konjunkturpaket 2, nicht leisten können. Und von daher ist da ganz klar, es ist eine Staatsaufgabe zu sagen, wenn ich die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen will und dazu gehört diese Glasfaserversorgung, dann muss ich Geld in die Hand nehmen und vor allem dort anfangen, wo die weißen Flecken sind. Nehmen Sie diese Aufgabe auf, nehmen Sie die an im Moment? Wir nehmen diese Aufgabe sehr stark an und auch der neue Heimatminister Markus Söder. Ich denke, es macht jetzt wenig Sinn, darüber zu philosophieren, ob das Zeilsche Wirtschaftsministerium oder die EU-Kommission schuld ist an diesem komplizierten Programm. Wichtig ist, dass wir das jetzt straffen, dass wir das verschlanken und dass wir die Kommunen in die Lage versetzen, das auch in Anspruch nehmen zu können. Es gibt ja schon einige Gemeinden in Oberfranken im Gebiet Bamberg. Da hat sich ein Privatmann, hat er 4, 5 Gemeinden auf eigene Kosten erschlossen und es hat auch funktioniert. Also ist das auch eine kommunale Aufgabe? Ich denke, die Kommune ist der richtige Handlungspartner für diese Geschichte. Die Kommune weiß am besten, wo vor Ort Schwerpunkte gesetzt werden sollen oder wo der Ausbau vorangetrieben werden soll. Und die Kommune hat vor allem alle Baumaßnahmen im Griff. Und da sind natürlich auch Synergieeffekte zu heben, wenn ich gleichzeitig mit der Wasserleitung auch ein Leerrohr fürs Glasfaserkabel schon mit verlege. Und jetzt geht es eben darum, die Kommune auch in die Lage zu versetzen. Das Förderprogramm war bisher doch sehr aufwendig gestrickt und Markus Söder, unser Minister, hat jetzt die Berater von 8 auf 70 erhöht. EU-Dolmetscher. Ja, einfach einen Fördercoach, der in jedem Vermessungsamt sitzt, nur für einen Landkreis zuständig ist und die Bürgermeister beraten kann, wie man hier jetzt schnell vorankommt und vor allem auch die kommunale Zusammenarbeit fördern kann. Ich denke, das ist sehr, sehr gut und wir werden auch eine Lösung finden, dass eben auch
die gesamte Erschließung, die die Kommune vorhat, letzten Endes gefördert werden kann und auch dann umsetzbar ist. Selbstverständlich darf nicht eine Kommune, die einen Stadtkern hat, mit 3000 Einwohnern genauso behandelt werden wie eine Flächengemeinde mit 10 Ortsteilen und 3000 Einwohnern. Das ist bisher noch so, aber da wird sich auch noch was ändern. Die großen Stromversorger haben sich irgendwo aus der Fläche, was das betrifft, nicht nur zurückgezogen, da waren sie noch gar nie. Die haben das gar nicht angefasst. Die Stromversorger. Kabelfernsehen, Stromversorger. Ja, Kabelfernsehen. Dort, wo Kabelfernsehen liegt, ist auch ein attraktives Internetangebot. Das ist auch ein Weg und eine Technologie, die sehr, sehr wichtig ist. Manche, vor allem die regionalen Stromversorger, die greifen da jetzt ein und sagen, wir wollen hier unsere Stadt, unser Versorgungsgebiet mit schnellem Internet versorgen. Das ist auch ein Weg und da gibt es also viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch private Gesellschaften, Kabelvereine, die hier tätig werden und alle zusammen, alle werden mit Unterstützung des Staates dafür sorgen, dass wir da vorankommen. Sehen Sie Defizite in der Geschwindigkeit, also jetzt des Ausbaus? Das ist ja, ich sage jetzt mal, das Problem eigentlich, dass natürlich lange Zeit man auf den Markttrieb gehofft hat und der Markt regelt das halt einfach nicht. Wenn kein Kunde, da kein Markt. Also sprich, am Ende des Tages muss ich dann auch abwägen und da, finde ich, kommt dann sofort beim Fortschritt, ist das dann natürlich politische Pflicht. Der Markt regelt natürlich in attraktiven Kommunen. Kabelfernsehen ist angesprochen. Kabelfernsehen finden wir dort, wo wir Zentralörtlichkeiten haben, wo wir letztendlich ein Ortgemeinden haben. Da finden wir wieder Kabelfernsehen. Da ist es natürlich dann wieder auch attraktiv, darüber Internet zu vertreiben, ganz klar. Aber wie gesagt, es wird am Ende eine finanzielle Frage werden. Und wenn ich das befeuern will, muss der Staat in die Pflicht gehen und muss sagen, die weißen Flecken, und das sind eigentlich Flächengemeinden, das sind auch strukturell benachteiligte Regionen, die muss ich jetzt explizit voranstellen und dann schauen, wie ich weiterkomme. Aber das ist für mich ganz klare Strukturpolitik. Eine wichtige Motorfunktion für die Fläche, für den Verbleib der jungen Leute in der Fläche ist sicherlich ganz wichtig, der Breitbandausbau. Aber wir haben gerade für Familien auch festgestellt, dass das Vorhandensein von Hausärzten in den Regionen, in den kleineren Gemeinden eben ganz entscheidend ist für den Wunsch, dort wohnen zu bleiben oder dorthin zu ziehen. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die Landschaft, die Versorgung mit Hausärzten draußen in der Fläche aus? Es gibt einige Gemeinden, die suchen händeringend mit Anzeigen den Landarzt. Also ich denke, wir haben bisher noch eine flächendeckende Versorgung, aber es gibt viele Hausärzte, die schon eigentlich in den Ruhestand gehen wollten und keinen Nachfolger finden. Und da müssen wir natürlich ansetzen, denn wir wollen auch in der Zukunft den niedergelassenen Hausarzt, an den sich die Bürger vertrauensvoll wenden können und der sie dann entsprechend auch so wie bisher gewohnt behandelt. Die Staatsregierung hat jetzt da viele Instrumente auf den Weg gebracht. Es geht ja letzten Endes darum, den Hausarztberuf auch in der Zukunft attraktiv zu halten. Und da werden jetzt auch, das wurde in Berlin durchgesetzt, die Hausarztverträge werden weiterhin angeboten. Die Krankenkassen sind verpflichtet, mit den Hausärzten die Hausarztverträge abzuschließen, mit dem Verband. Es gibt keine Deckelung, wie man das schon mal vorhatte. Und wir haben in Bayern eigene Förderprogramme. Wir fördern jede Niederlassung eines Arztes in einem unterversorgten Gebiet mit 60.000 Euro. Ich konnte selbst schon dabei sein, wie solche Förderbescheide übergeben worden sind. Wir fördern innovative Praxislösungen, wo man auch Teilzeitstellen anbietet, zum Beispiel für Frauen oder Väter und Mütter, die eben Arztberuf und Familie verbinden wollen. Wir bieten Stipendienprogramme an für Studenten, die sagen, ich verpflichte mich nach meinem Medizinstudium in den ländlichen Raum zu gehen. 300 Euro im Monat, das ist ja auch was. Dass man den Studenten gesagt hat, studierst du Hausarzt, kannst du mit einem schlechteren Abi-Durchschnitt reinkommen, das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt, da haben sich die Universitäten dagegen gesperrt. Da müssen wir auch noch mal drüber reden, wenn jemand wirklich also sich eignet für den Beruf und sagt, ich möchte in meiner Heimat Arzt werden, muss man da, denke ich, auch Lösungen finden. Aber das ist eine Streitfrage, gibt es zu viel oder zu wenig Medizinstudenten? Es verlassen jedenfalls zu viele Mediziner unser Land. Und da müssen wir eben drüber reden, warum das so ist.
Und für uns sind auch die Kliniken, die Krankenhäuser in der Fläche sehr wichtig. Auch da konnten jetzt in Berlin wichtige Entscheidungen getroffen werden, dass die Krankenhäuser auch zumindest ohne Verlust in der Zukunft arbeiten können sollen. Und das ist auch eine ganz wichtige Struktur. Sieht jetzt aus wie ein sehr breiter Maßnahmenkatalog, aber es ist die Frage, kann es schnell passieren? Ich glaube, 50% der Ärzte sind ja schon 60 Jahre und älter. Also dadurch, dass wir, wenn wir das Berufsbild des Hausarztes anschauen, ist es natürlich so, dass und wir im Gegensatz dazu über den Numerus Clausus die Studierenden und die Absolventen anschauen, dann ist es sind es deutlich mehr Frauen als Männer. Und die Frage auch zu die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Attraktivität zu sagen, dann mich als Frau dort selbstständig niederzulassen, die Frage der Rahmenbedingungen, die müssen einfach politisch noch geklärt werden. Wir haben einfach den Fakt, dass wir dort eine Veränderung haben. Es ist angesprochen worden, der Numerus Clausus, die Diskussion, die ich mit den Universitäten bis heute nicht verstehe. Denn wenn ich aus Passion, aus Leidenschaft Ärztin oder Arzt werden will, dann werde ich eine gute Landärztin, eine gute Hausärztin. Und da nur diesen universitären Gedanken zu führen, ist für mich völlig unverständlich. Denn wie gesagt, es ist elitär so zu diskutieren. Denn die Versorgung draußen, die ist virulent und die ist für uns wichtig. Und da muss ich sagen, da lege ich mich mit jeder Hochschule an. Denn ich muss auch sagen, da ist für mich als regionaler Abgeordneter wirklich die Versorgung meiner Bürger mit jemand, der aus Passion Ärztin oder Arzt werden will, viel wichtiger. Wo sind denn da die Engstellen? Jetzt wohnen Sie oben an der Grenze. Gibt es da schon Orte, die Sie benennen und sagen, da ist schon der Arzt weg? Wo sind denn die Schwachstellen? Kann man da punktuelle Lösungen? Also man kann es nicht irgendwie räumlich zuordnen. Es gibt auch in kleinen Orten tolle, innovative Lösungen, weil Sie sagen, tschechische Grenze. Nehmen wir mal Hohenberg, wo ein Ärztehaus geschaffen werden konnte, oder Nachbargemeinden, die dann eben gemeinsame Lösungen finden. Ich denke, da muss man eben insgesamt sehen, dass man auch die Versorgungsbereiche dann so definiert, dass wirklich im ganzen Land auch der Versorgungsauftrag sichergestellt ist. Und ich denke, dass man da auch mit den genannten Ansätzen, dass das doch dazu führen wird, dass mehr junge Ärzte oder auch schon gestandene Ärzte, die sagen, ich mache jetzt noch eine Praxis auf, sich dazu entscheiden werden. Man soll den Beruf nicht schlecht reden. Das ist eine wunderbare Aufgabe, Hausarzt auch im ländlichen Bereich zu sein. Jetzt kommen wir mal zum wichtigsten Rohstoff, den jede Region zu bieten hat. Das ist die Bildung. Das ist ein Dauerthema, eine Baustelle, die Minister schon auch schwer ins Schwitzen kommen lässt. Wie sieht es denn mit der wohnortnahen Schulversorgung aus in Oberfranken? Da gibt es Licht und Schatten. Wir haben im Prinzip, wenn wir unser mehrgliedriges Schulsystem anschauen, natürlich einige Baustellen im System. Ich sage jetzt voraus, dass wir in dieser Legislaturperiode dieses ganze Thema Mittelschulen komplett neu diskutieren werden. Denn je nach Region sind die Schulverbünde, die dort geschaffen wurden von den Mittelschulen, am Aufbrechen. Dann ist die Frage, was passiert in den Regionen? Die Entscheidungen, die Zukunft dieser Mittelschulen. Wir haben dort auf der einen Seite, das muss man sehen, energetisch völlig neu sanierte Schulhäuser, haben im Umkehrschluss einen starken Zuwachs in den Realschulen, in den Gymnasien. Dort sind die Landkreise, die kreisfreien Städte als Sachaufwandsträger in der Pflicht, neue Gebäudlichkeiten zu schaffen. Im Umkehrschluss in der Fläche draußen leerstehende Schulhäuser. Wir haben die Diskussion des Philologenverbands zu sagen, wie gehen wir mit dem G8-G9-Thema um? Wie geht dann auch die Schulstruktur in den Regionen mit den Gymnasien weiter? Also ich sage, das ist für uns ist es enorm wichtig zu sagen, dass wir die wohnortnahe Schule, und da meine ich jetzt auch damit, dass man dann darüber nachdenken muss, inwieweit wir das uns heute noch leisten können, in den Städten die Gymnasien zu haben, in der Fläche Schulhäuser, die leer stehen, die vielleicht aber auch dort unterrichten, beschult werden können.
Man muss mal drüber nachdenken, zu sagen, bleiben Schüler länger in einer Region, kann man auch Bildung, also sprich fährt der Lehrer an die Schule, wenn ich dort ein neues Schulhaus habe, eine enorm gute Möglichkeit, vielleicht auch neue Lernmethoden in mehr Klassenzimmern, in besseren räumlichen Bedingungen stattfinden zu lassen. Also wie gesagt, ich glaube, dass wir über in der Periode über dieses Thema der Bildung nochmal komplett neu diskutieren werden, wenn eben die Probleme in der Mittelschule, die Probleme in den Gymnasien. Die CSU will natürlich jetzt im Moment Ruhe an Deck haben, die G8-G9-Thematik am liebsten ausblenden. Und Sie sagen auch, man kann auch eine gewisse Fahrstrecke zumuten in Schulen im Nachbarort. Also natürlich ist die Frage der Fahrstrecke ist ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir die Grundschulgarantie gegeben für alle jetzt bestehenden Grundschulen, weil wir sagen, kurze Beine, kurze Wege. Das bedeutet, dass da eben auch kleinere Klassen gemacht werden sollen. Das ist für Eltern und für Familien ein wichtiges Thema. Bei den weiterführenden Schulen stellen wir ja ganz klar fest, dass eben die Schüler und die Eltern bereit sind, da einen längeren Schulweg auch auf sich zu nehmen, wenn in den Schulen ein tolles Angebot gemacht wird. Wir haben tolle Gymnasien, die sind natürlich nicht in jedem Dorf. Wir haben sehr erfolgreiche Realschulen und wir haben auch bei den Mittelschulen Standorte, die weiter Zulauf haben. Und dann haben wir eben auch kleinere Standorte, wo dann das nicht so funktioniert. Und das zeigt ganz deutlich, die Schüler gehen dorthin, wo ein tolles Angebot gemacht wird. Und es geht nicht darum, Schüler auf die Schulhäuser zu verteilen, sondern es geht darum, die beste Bildung anzubieten und ein tolles Angebot zu machen für jeden Schüler, das, was er braucht und da in die Richtung, wo er gehen möchte. Und da glaube ich nicht, dass wir eine grundsätzliche Strukturdebatte in dieser Legislaturperiode bekommen. Wir haben erfolgreiche Schulen. Wir haben im Gymnasium jetzt eine Lösung geschaffen, dass wir auch für die, die ein Jahr länger brauchen, ein Angebot machen. Aber es muss auch nicht jeder aufs Gymnasium gehen. Wir haben auch über den Weg mit der Realschule und der Mittelschule eine tolle Möglichkeit, über die VOS und die BOS zur Hochschule zu kommen. Da gibt es eben für jeden Schüler individuelles Angebot. Die Mittelschule richtet sich eher an die, die in eine berufliche Ausbildung gehen wollen mit frühzeitigen Praktika. Das Gymnasium arbeitet eher wissenschaftlich. Alles brauchen wir. Aber beste Bildung möchte ich dann schon, wenn man beste Bildung einfordert, das kann man gern tun, aber dann soll man auch wegkommen von 30 und mehr Schülern in einer Klasse. Und das ist der Fakt momentan. Und dann immer von der besten Bildung zu sprechen, das ist einfach unredlich, weil wer mal in einer 33er Klasse war und dort die Lehrerinnen und Lehrer unterrichten sieht, dann ist es eine Herkulesaufgabe. Und das ist einfach nicht beste Bildung und das haben unsere Schüler einfach nicht verdient. Und solange wir diese Diskussion, solange die Stadtregierung nicht bereit ist, sich dort zu bewegen, werden wir die Diskussion führen um die beste Bildung und die wollen sie uns einfach nicht auch in Form von Lehrpersonal gewähren. Die Stadtregierung bewegt sich ja seit Jahren bei der Schaffung von immer zusätzlichen Lehrerstellen. Viel zu langsam. Das kann man immer sagen, dass alles zu langsam ist und zu wenig Geld. Selbstverständlich sollen die Klassengrößen an manchen Stellen noch kleiner werden, aber gerade im ländlichen Raum haben wir ja sehr, sehr kleine Klassenstärken und das ist auch ein Standortvorteil. Also mindestens 26 Schüler in Landschulen. Grundschulen und dann? In vier Klassen und dann fällt der Hammer. Kann man da vor Ort die Verantwortlichkeit ein bisschen flexibel gestalten oder ist das ein Diktum? Also 26 Schüler in vier Klassen, das ist ja schon wirklich jetzt ein Auffangnetz. Aber man wird da immer auch über Lösungen reden können, wenn es dann nur 25 sind. Tatsache ist, wir wollen, solange das organisatorisch überhaupt noch sinnvoll ist, eben die Grundschulen vor Ort erhalten. Okay, jetzt sind wir lebendig geworden. Es war eigentlich eine Jahresendsendung in der Stadenzeit. Beim Thema Bildung scheiden sich die Geister nun doch ein wenig. Ich bedanke mich für Sie beide, dass Sie da waren. Sie haben jetzt Ihren Jahresurlaub verdient. Im Sommer ging es ja wahlkampftechnisch zur Sache, da gab es keinen Urlaub. Ich bedanke mich, dass Sie hergekommen sind hier in den Landtag nochmal. Und dann wünsche ich eine schöne Heimfahrt ins schöne Oberfranken. Dankeschön. Gerne. Bis zum nächsten Mal.